Wer sich für ein Studium im Bereich Wirtschaft und Management interessiert, ist bei uns an der Fachhochschule Oberösterreich am Campus Steyr goldrichtig, weil bei uns ist all about business. Mein Name ist Heimo Losbichler, ich bin der Dekan der Fakultät und darf euch in den nächsten Minuten einen kurzen Überblick über unser Studienangebot bieten. Was ihr hier seht, ist der wahrscheinlich schönste Campus in Österreich, direkt am Fluss gelegen. In Farbe seht ihr unsere drei Gebäude. Hier im Vordergrund das alte FH1, wie wir es bezeichnen, ein alter, cooler Industrieloft. In der Mitte unser FH2, eines unserer wesentlichen Lehrgebäude. Danach kommt das Museum Arbeitswelt, in dem wir gerade ein Digitalisierungszentrum errichten und in dem man Digitalisierung erleben kann als Student oder Studentin. Und ganz hinten, ziemlich klein, wie die Perspektive zeigt, FH3, unser neuestes Gebäude, das in Wirklichkeit aber so groß ist wie FH1. Der Campus ist direkt am Wasser gelegen, direkt im Zentrum von Steyr, nicht irgendwo in der Peripherie, mitten im Herz einer romantischen Altstadt. Hier würde man das Schloss sehen und den Schlosspark. Das sind nüchtern betrachtet paradiesische Rahmenbedingungen, die es alleine schon wert sind, uns einmal zu besuchen. Was kann man in Steyr studieren und was sind die Eckdaten unserer Fakultät? Wir haben insgesamt 6 Bachelorstudiengänge. Ich denke, für alle wesentlichen Themen im Bereich Wirtschaft ist etwas vorhanden in unserem Programm und 7 darauf aufbauende Masterstudiengänge. Das werde ich später noch ganz im Detail erklären. Wer bei uns studiert, wird von ungefähr 380 Expertinnen und Experten unterrichtet, häufig Expertinnen aus der Wirtschaft, die entweder wirklich führend in der Expertise sind oder auch die potenziellen Arbeitgeber. Man studiert an einem Campus, der belebt ist, in kleinen Gruppen, aber in Summe über die Studiengänge doch in einer schönen Anzahl mit 1400 Studienkolleginnen, die dann bei Festen wirklich einen Rummel machen und wo es Lust macht zu studieren. Wir haben zwischenzeitlich über 5400 Absolventen und Absolventinnen und dieses Netzwerk, das weltweit vernetzt ist, wächst täglich oder jährlich mit jeder Sponsion. Wenn man bei uns studiert, worauf lässt man sich ein? Wir haben ein Konzept, das wir ein Vier-Säulen-Konzept nennen und uns ist wichtig, dass unsere Absolventinnen und Absolventen fachlich fundiert sind. Und das sieht man hier auch in diesem Bereich Fachkompetenz. Zur Schematik dieser Grafik, das wäre jetzt ein Bachelorstudium mit 6 Semestern und schematisch nicht wirklich von der Fläche repräsentativ die unterschiedlichen Kompetenzbereiche, die gelehrt werden und die man sich im Studium aneignet. Eintrittskarte in einen Job ist sicher die Fachkompetenz. Wer im Marketing einen Job will, muss Marketing verstehen. Wer in der Produktion reisieren will, muss Produktion verstehen. Das ist aber in Summe zu wenig für eine erfolgreiche Karriere und deswegen gibt es eine ganzheitliche fachliche Kompetenz. Wir nennen das diese ergänzende Betriebswirtschaftskompetenz. Das heißt, auch wenn jemand Finanzen studiert und in der Fachkompetenz primär Finanzen hat, muss er etwas in den Grundzügen von Marketing verstehen und umgekehrt, wenn jemand Marketing studiert, muss er in den Grundzügen auch etwas von Finanzen verstehen. Das ist in allen Studiengängen sauber auf das zukünftige Berufsfeld abgestimmt. Fachlich allgemein und ganzheitlich ausgebildet zu sein, ist heute die Eintrittskarte in einen Job, aber über den Erfolg langfristig entscheiden wird die soziale Kompetenz, die wir auf unterschiedlichste Weisen entsprechend fördern. Und ein wesentlicher Unterschied an der FH zu anderen Studienformen ist die Transferkompetenz, die jetzt sehr theoretisch klingt, die aber nichts anderes bedeutet, als wir das Gelernte auch in der Praxis anwenden, in die Praxis transferieren. Das findet über das Studium schon statt und endet im Berufspraktikum im 6. Semester, wo unsere Studierenden in den Betrieben agieren und entsprechend auch die Praxis erwerben, die Kontakte kennenlernen und sehr häufig dann in einen Job eintreten. Was kann man jetzt ganz konkret bei uns studieren? Viele komplexe Namen für die Studiengänge, die aber eigentlich ganz einfache Themen bezeichnen. Und wir haben das Studienangebot entlang der Wertschöpfungskette eines Unternehmens aufgebaut. Kein Unternehmen kann bestehen, wenn es nicht Produkte verkauft und entsprechend bewirbt. Wer also Interesse hat, in Richtung Kunden zu agieren, kann entweder Global Sales and Marketing studieren, das ist ein rein englischsprachiges Studium, sieht man hier an der Flagge. Hier geht es vor allem um den internationalen Vertrieb. Wir haben das Gleiche aber in eine ähnliche Richtung mit einer anderen Ausprägung für
die neue Form des Vertriebs und des Marketings im Bereich des Internets. E-Commerce als Stichwort. Alles, was verkauft wird, muss auch produziert werden, an einem Standort wie Österreich wirtschaftlich produziert werden, was eine Herausforderung ist. Das wäre der Studiengang Smart Production and Management. Alles, was produziert wird und verkauft wird, muss einerseits beschafft werden, muss distributiert werden und es müssen die Abläufe passen. Das wäre der Studiengang Internationales Logistikmanagement. Und damit am Ende der finanzielle Erfolg gewahrt ist, das wäre das Studium Controlling Rechnungs- und Finanzmanagement, muss es zum einen finanziert werden oder es müssen auch die Prozesse passen und die entsprechenden Einsichten in die Abläufe da sind. Das wäre der Studiengang Prozessmanagement Business Intelligence. Alle 6 Studiengänge folgen dem Grundaufbau von der vorhergehenden Folie. Im Masterstudium kann man de facto die gleichen Themen studieren, die manchmal wirklich deckungsgleich auch heißen in den Studiengangsbezeichnungen, hier wie Controlling, Rechnungswesen, Finanzmanagement oder Global Sales and Marketing. Manchmal teilt sich ein Thema aber auch in 2 Studiengänge auf oder es heißt anders, weil es eine kleine andere Ausprägung hat. Zum Beispiel Internationales Logistikmanagement geht in 2 Studiengänge wie Digitales Transport- und Logistikmanagement und Supply Chain Management über. Und auf der anderen Seite gibt es ein neues Thema, Agrarmanagement und Innovation, wo der korrespondierende Bachelorstudiengang in Wels, in unserer Schwesterfakultät, liegt. Uns ist wichtig, dass wir eine Durchlässigkeit haben. Das heißt, wir versuchen sehr wohl, dass wir einen Übertritt von einem Bachelorstudium in ein anderes thematisches Masterstudium ermöglichen. Das ist aufeinander abgestimmt. Und wir nehmen in Masterstudiengängen natürlich auch Absolventinnen und Absolventen anderer Studiengänge, Studienrichtungen, Universitäten auf. Das heißt, für Studierende gibt es heute wirklich die Chance, 2-mal interessante Themen zu studieren und dabei immer wieder auch neue Erfahrungen und Freundschaften zu schließen. Was zeichnet jetzt die FH Oberösterreich und speziell unseren Campus aus? Allgemein, denke ich, ist ein wesentliches Kriterium die Praxisnähe. Man hat das schon gesehen von der Anzahl der Expertinnen, die bei uns aus der Praxis unterrichten und reale Projekte im Bereich der Transferkompetenz, wie ich es zuerst gezeigt habe, die die Studierenden letztendlich durchführen können über das Studium und damit wirklich Kontakte und Praxis erfahren über das Studium hinweg. Dies passiert vor allem auch durch die Vernetzung, Stichwort Berufspraktikum, aber auch durch Veranstaltungen am Campus Karrieremessen, wo wir unsere Studierenden schon mit potenziellen Arbeitgebern zusammenführen. Dies ist ein allgemeines Charakteristikum von Fachhochschulstudiengängen. Ich denke, bei uns ist es besonders ausgeprägt. Was uns aber ganz besonders auszeichnet, und ich glaube, das ist auch besonders wichtig, wir haben es bezeichnet mit Klasse statt Masse. Bei uns studiert man nicht als eine Nummer, sondern sehr, sehr persönlich. Wir kennen unsere Studierenden mit Namen. Wir studieren in Kleingruppen. Üblicherweise hat ein Studiengang um die 25 Studierende und in gewissen Bereichen werden diese Kleingruppen nochmals unterteilt in wirkliche Kleingruppen von 10, 12 Personen, wenn es um Sprachtrainings, Verhaltenstrainings und so weiter geht. Das ist wirklich eine optimale Unterstützung für das persönliche Lernen, für den persönlichen Kompetenzerwerb und vor allem für das persönliche Kennenlernen. Freundschaften auf unserem Campus zu schließen, ist dementsprechend ganz einfach und wir haben auch die Freundschaften und teilweise die Ehen fürs Leben. Eine ganz andere Form der Stärke und des Arguments, bei uns zu studieren, ist die Forschungsorientierung, die wir haben. Hier sind wir extrem atypisch für eine Fachhochschule. Wir sind mit Abstand die forschungsstärkste Fachhochschule. Dies sichert auch, dass Studierende im Hörsaal und in ihren Lehrveranstaltungen das neueste Wissen erfahren und damit einen Wissensvorsprung haben. Auf der anderen Seite ermöglicht es unseren Studierenden aber auch die praktische Mitarbeit in Forschungsprojekten und auch die Absolvierung und Verfassung von Bachelor- und Masterarbeiten an wirklich ganz spannenden Themen, die dann wiederum in der Industrie gefragt sind und ein Karriereasset für unsere Absolventen sind. Wir sind als Campus zudem sehr international. Nicht nur, dass wir englischsprachige Studiengänge haben und eine Anzahl an Double Degrees oder auch ein Triple Degree Programm, sondern, und das ist für die Studierenden wahrscheinlich das unmittelbar Wichtigste, wir haben eine sehr, sehr gute Organisation des Auslandssemesters und sehr viele unserer Studierenden gehen für zumindest ein Semester ins Ausland und wir sorgen dafür, dass es zu keinen Studienverzögerungen kommt und dass der Ablauf geregelt ist. Dabei reicht die Bandbreite von Japan im Osten
bis Vancouver im Westen. Je nach Lust und Laune gibt es ausreichend Plätze für ein Auslandssemester. Das alles, was ich jetzt erzählt habe, resultiert in besten Jobaussichten. Und das ist wahrscheinlich ein Kernargument für ein Studium bei uns. Wir haben 99,x% unserer Absolventen haben einen Job. Und dieses 0,x%, das keinen Job hat, sucht gerade einen anderen Job. Das sind klassisch die Wechsler, die gerade sich von einem Job in den nächsten gehen. Und wenn wir Sponsion feiern, sind eigentlich alle de facto schon wieder in einem Beschäftigungsverhältnis untergekommen. Dies ergibt sich genau aus dem, wie wir es vorher gesehen haben, aus dieser Praxisorientierung, dieser Vernetztheit. Aber auch für alle, die sagen, ich suche keinen Job, sondern ich möchte mich selbstständig machen, bieten wir zum Beispiel den Einstieg in ein Startup mit unserer Unterstützung im Startup Center. Das, was ich hier jetzt aus interner Perspektive gesagt habe, hier auf dieser Folie auch mit Zahlen validiert, spiegelt sich aber vor allem in den externen Rankings wider. Und das ist, denke ich, eine wirklich objektive und nachvollziehbare Größe. Wer sich in den Rankings informiert, wir führen hier gerne das CHE-Ranking an, das im deutschen Sprachraum eine entsprechende Geltung und einen Stellenwert hat, sind alle unsere Studiengänge im Spitzenfeld. Wer jetzt sagt, das klingt gut, aber das glaube ich nicht, ist gut beraten, sich einfach selbst davon zu überzeugen. Und wir laden euch ein, das zu tun, sowohl was das Studieren selbst betrifft, als auch wie man bei uns dann leben und studieren würde. Hier ein Beispiel für das neue Studentenheim, das direkt auch am Wasser, direkt am Campus ist. Wir haben auch ein bestehendes Studentenheim, ebenfalls sehr, sehr schön und auch ganz in der Nähe vom Campus. Das heißt, man kann wirklich am Campus im Zentrum studieren, leben und Spaß haben und gemeinsam auch etwas erleben. Zum anderen, das Erleben findet aber auch abseits des Hörsaals und abseits des Wohnens statt. In vielen Veranstaltungen, hier ein Beispiel unserer berühmten Bootmania, wo die Studierenden den Fluss, den ihr am Anfang gesehen habt, mit einem selbstgebauten Boot unter einem Thema runterfährt und wo es auch entsprechende Preise dafür gibt. Wie kann man das alles, was ich jetzt angepriesen habe, letztendlich bei uns auch erleben? Der Weg zu uns zum Studium und hier angeführt am Bachelorstudium, man informiert sich über das Studienangebot im Detail, wo ich jetzt die Studiengänge nur sehr überschlagsmäßig präsentiert habe, und findet garantiert das Studium, das zu einem passt. Entsprechend der persönlichen Präferenz, und wir haben hier keine besseren oder schlechteren Studien, sondern es steht und fällt mit der persönlichen Neigung, bewirbt man sich für den Studiengang online, der einen am meisten zusagt. Und dann gibt es ein standardisiertes Aufnahmeverfahren, wo wir mit allen unseren Bewerbern auch ein persönliches Gespräch machen, und dann bekommt ihr entsprechend ein Feedback und dann steht dem Studienbeginn eigentlich nichts mehr im Wege. Die Zugangsvoraussetzungen sind typischerweise eine abgeschlossene Mittelschulausbildung, sprich Matura, oder eine Berufsreifeprüfung oder der Vorbereitungslehrgang, den wir explizit anbieten für Personen, die keine Matura gemacht haben. Das heißt, sehr transparent und durchlässig. Jeder und jede, die bei uns studieren möchten, werden einen Weg finden, bei uns studieren zu können. Wenn man sich aber trotzdem überzeugen möchte, ob das, was ich gesagt habe, wirklich so wahr ist, dann lade ich euch ein, kommt an den Campus. Wir haben unter der Marke One Day at FH ein Angebot für alle Interessierten, einen Tag bei uns wirklich mitzustudieren und mitzuerleben, oder umgekehrt auch Infotage, wo man quer durch das gesamte Angebot einen Streifzug machen kann und sich persönlich überzeugen kann, was denn hier am Campus eigentlich geboten wird und wie ein Studium bei uns wäre. Nachdem es im Moment mit Corona gerade etwas schwierig ist, haben wir jetzt einiges auch im Videoformat gemacht, und dazu lade ich euch recht herzlich ein. Hallo und herzlich willkommen am Campus Steyr der Fachhochschule Oberösterreich. Bei uns dreht sich inhaltlich alles rund um Wirtschaft und Management. Mein Name ist Yvette und ich führe euch heute über unseren Campus und zeige euch die schönsten und wichtigsten Orte für euer Studium an unserer FH. Los geht's!
Wir beginnen gleich beim Eingang der FH 3. Das neue, dritte Campusgebäude der FH in Steyr wurde kürzlich eröffnet. Und damit gibt es jetzt noch mehr Platz und viele weitere Hörsäle, Seminarräume, Labors und Working Spaces. Kommt mit und macht euch selbst ein Bild. Das ist die Aula der FH 3. Hier auf der Bilderwand seht ihr ein paar Highlights der letzten Jahre. Hier ist ein Logistikprojekt ausgestellt. Der Lego-Hafen war in den letzten Jahren im Technischen Museum in Wien zu sehen. Ebenfalls seht ihr hier ein Graffiti von einem Steirer Künstler. Erster Ansprechpartner für alle Fragen sind die Studiengangsassistentinnen. Sie sind jeden Tag für dich da am Campus. Jetzt werfen wir einen Blick in die neuen Seminarräume. Bei vielen Projekten arbeiten wir direkt mit der Industrie zusammen. Wie hier mit Mixed Reality oder anderen neuen Technologien. Mit den beiden großen Smartboards haben die Studierenden die Möglichkeit zur interaktiven Bearbeitung unterschiedlichster Problemstellungen. Die Meetingräume und Open Workspaces bieten eine perfekte Umgebung für Gruppenarbeiten. Die Räume können jederzeit online von den Studenten gebucht werden und eignen sich hervorragend, um zusammen an Projekten zu arbeiten. Wer es jedoch bevorzugt, alleine zu lernen, dem bietet sich auch unsere Bibliothek bestens an. In unserer Bibliothek gibt es viele ruhige Arbeitsplätze mit und ohne PCs für Recherchearbeiten, für Projekte oder Abschlussarbeiten. Ebenfalls findet ihr hier über 30.000 Bücher, die nach den Themen der Studiengänge des Campus Steyr zu finden sind. Hier habt ihr übrigens den schönsten Ausblick beim Arbeiten am Campus. Dieser Bereich bietet den wahrscheinlich schönsten Panoramaausblick. Oder du setzt dich gleich auf unsere Rooftop-Terrasse. Über diese Brücke kommt man in weniger als 5 Minuten zur Altstadt. Dort kann man sämtliche Restaurants, Bars oder Cafés ausprobieren. Der Bahnhof ist ebenfalls in nur 10 Minuten zu Fuß erreichbar. Im FH2-Gebäude befinden sich hauptsächlich Hörsäle und Seminarräume. Auch der größte Hörsaal am Campus Steyr ist in diesem Gebäude zu finden. Hier finden oft Kongresse und Management-Vorträge statt. In unserer Chillout-Area können die Studierenden die Sonne in der Mittagspause genießen, essen oder auch neben dem Fluss lernen. Im FH1-Gebäude findet ihr unseren Infopoint. Hier bekommt ihr zum Beispiel eure Studentenkarte und Antworten rund um euer Studium. Oder habt ihr vielleicht Lust auf ein Semester an einer unserer 120 Partner-Unis weltweit? Dann schaut beim International Office vorbei und lasst euch über unsere Auslandsangebote informieren. Die Mitarbeiterinnen unterstützen euch bei der gesamten Organisation eures Auslandssemesters und beraten euch auch gerne über Stipendien. Somit sind wir auch schon bei der letzten Station unserer Campus-Tour angelangt, der Mensa. Hier bekommst du warme Speisen, Snacks sowie auch dein Coffee to go. So, das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben. Wenn ihr noch mehr über unseren Campus erfahren wollt, besucht uns auf unseren Social Media Kanälen oder abonniert unseren Newsletter. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis bald.